Grüßt euch und willkommen zu einem neuen Video von Polytoxopam. Heute erzähle ich was über Kratom. Red Wayne Kratom, um genau zu sein. Ich habe da so einen 50 Gramm Beutel gekauft. Das war schon Monate her, aber das war so eine krasse Erfahrung, Alter. Das weiß ich jetzt noch. Nee, zwar nicht bis aufs Detail, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es härter war als Heroin. Das kann ich sagen. Aber ich habe auch 30 Gramm genommen. Das scheint hoffentlich normal zu sein. Ich habe einen ganzen Blister Reisetabletten fressen müssen, damit ich das drinne behalte, weil Kratom wirkt ja auch an Histaminrezeptoren, beziehungsweise ja die Rezeptoren, die halt für Übelkeit verantwortlich sind. Und ich habe trotz einem Blister Reisetabletten immer eine dauerhafte Übelkeit gehabt. Das war heftig. Und ich habe schon von der Reisetabletten Optics gehabt, wie noch was. Aber ich habe angefangen nachmittags ungefähr. Oh, was hat man da? Also Uhrzeit weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich war auf jeden Fall auf dem Discord. Wer hat's erwartet? Ja, dann habe ich erstmal 20 Gramm in eine Tasse rein. Ich glaube, ich habe gerade kochendes Wasser genommen, um es besser lösen zu können. Weil ich hasse das bei Kratom immer, dass der so komisch bröckelt. Das Kratom. Ich finde den Geschmack nicht mal ekelhaft, Alter. Einfach nur diese komischen Partikel, die man dann in der Fresse hat. Das geht voll auf den Sack. Aber das war's dann auch. Ich habe dann 20 Gramm Kratom zu mir genommen und dann ist es erstmal ordentlich abgegangen. Dann habe ich ein bisschen mit Leuten gelabert, die Wirkung abgewartet. Irgendwann habe ich gedacht, Alter, das muss man doch noch steigern können. Habe dann nochmal eine Tasse mit 10 Gramm abgewogen, also 10 Gramm Kratom. Das habe ich dann auf Ex runtergetrunken. Also wie will man Kratom auch anders trinken, verstehe ich gar nicht. Aber dann ist richtig abgegangen, Alter, dann ohne Witz. Ich habe mich echt gefühlt wie auf einer High-Dose Heroin. Und eine hohe Dosis Heroin drückt richtig hart. Also ich bin in meinem Sessel gesessen. Und ich habe mich so gefühlt, als wenn ich eins mit dem Sessel wäre. Aber kein Ego-Dev oder sowas. Einfach nur, weil es so hart. Ohne Witz, Alter, man hätte mich mit dem Gabelstapler nicht hochnehmen können. So fest war ich in dem Sessel drinne. Das ist einfach wie, als wenn man schon immer da sitzen würde. Das ist zu krass einfach. Ich weiß nicht, das ist unmöglich in Worte zu fassen. Also wer schon mal genottet hat, richtig hat, der weiß, was ich meine. Und wer schon mal eine hohe Dosis Heroin hatte, der weiß erst recht, was ich meine. 30 Gramm Kratom sind definitiv stärker als eine hohe Heroindosis. Aber ich muss dazu sagen, dass ich bei 30 Gramm echt Übelkeit hatte und wenn ich mich bewegt hätte, hätte ich gekotzt. Ich habe schon aufgestoßen und da ist was mitgekommen, trotz Reisetabletten. Das ist echt krass. Aber egal. Das war richtig nice. Aber macht sowas nicht nach. Es macht nicht allzu viel Sinn, gerade um so heftig zu missbrauchen. Da gibt's bessere Zwecke dafür. Ja. Tatsächlich. Also nee, ehrlich, hört nicht auf mich. Das sind alles nur Geschichten. Ist ja klar. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.